Fahrt im Mitsubishi Spacer. Wir sind mittendrin hier in Amsterdam unterwegs. Ich muss sagen, ich fahre jetzt hier die 1 Liter Dreizylinder Variante, also die Einstiegsmotorisierung, gekoppelt an ein 5-Gang Handschaltgetriebe der Intro Edition, also tatsächlich für rund 12.000 Euro bereits zu haben. Die Klimaanlage ist vorhanden, wir haben auch ein Navigationssystem mit Android Auto und Apple CarPlay Anbindung. Eine Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer ist ebenfalls vorhanden, zweistufig schaltbar. Und der Motor macht hier eine wirklich gute Figur, wie ich festgestellt habe. Die Automatikversion habe ich euch schon vorgestellt, den Link findet ihr oben rechts. Und jetzt schauen wir mal, der kleine Motor hier wirkt sehr, sehr lebendig, sehr, sehr frisch und leichtfüßig und auch deutlich kraftvoller als der große Motor mit dem CVT. Die Kurvenlage ist äußerst gut, der Wagen liegt gut auf der Straße, ist eher sehr komfortabel ausgelegt und sorgt auch dafür, dass Bodenwellen oder Unebenheiten gut geschluckt werden. Einzig die Lenkung ist leichtgängig und bietet nur keine wirkliche Rückmeldung, aber braucht man ehrlich gesagt auch nicht in so einem Stadtauto. Dafür ist er viel zu wendig, der kleine 3,85 Meter lange Spacer. Mir macht er richtig viel Spaß so. Verbrauch liegt bei rund 6 Litern. Gerne auch ein bisschen darunter, wenn man es ruhig angehen lässt. Und damit würde ich einfach mal sagen, macht der Spacer eine richtig gute Figur für das Preis-Leistungs-Verhältnis.